Hallöchen und willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Wir sind vor Sonnenfall und und wollen weitermachen. Wir haben hier Sonnenring. Boah, die letzte Aufnahme, die war krass, oder? Und wir haben einen Plan. Wir wollen hier die eine Nebenaufgabe machen mit dem zu Tode verurteiltem Unschuldigen. Zumindest sieht so aus. Darüber wollen wir mit Vanasha reden. Danach wollen wir hier Panorama mitnehmen und so ein bisschen durcharbeiten. Jägerloge, weiß ich gar nicht. Ob wir mal eben bei Meridian vorbeigehen, wegen der Jägerloge. Dann wollen wir auf jeden Fall die Hauptstory weitermachen. Genau, wir wollen mich dann hierhin. Hier ein paar Sachen nachholen und uns dann aufmachen zum Nora-Gebiet für das Herz der Nora. Und dann die Hauptstory noch zwei Missionen weiterspielen, bis wir die letzte Energiezelle bekommen. Soweit der Plan. Okay, und dann machen wir ein paar Nebenaufgaben. Das Essen ist von der Königswitwe Nasadi, Kinder. Ihre Hoheit hilft sehr gern, denn die Zeiten sind hart. Esst, aber bringt auch eurer Familie was, falls ihr eine habt. Ich habe viel von dir gehört. Reitet Maschinen, toller Speer, hübsche Sommersprossen. Du sollst sogar ein Gewissen haben. Wie außergewöhnlich. Wer bist du? Du gehörst offensichtlich nicht zu den Schatten, Kaja. Mein Name ist Vanasha. Im Moment brauchst du nur zu wissen, dass ich ein Flüstern der Vernunft in diesem Loch des Wahnsinns bin. Ich kenne das Gefühl. Das glaube ich dir. Und Uthid ebenso. Er ist ein guter Mann, also wollen die Schatten-Kaja ihn töten. Ich habe nachgeforscht. Und glaube, er wollte zum Grünsteig. Die Söldner werden ihn bald gefunden haben. Er könnte Hilfe brauchen, wenn du magst. Hör auf, mir auszuweichen und sag mir, wer du bist. Ich soll damit aufhören? Das ist, als ob ich mit dem Nettsein aufhören soll. Es ist unmöglich. Aber ich mag dich. Also verrate ich dir was. Ich habe Freunde in Meridian, denen ich ab und zu gerne einen Gefallen tue. Uthid könnte ihnen nützen, wenn er überlebt. Okay. Woher weißt du, dass Uthid unschuldig ist? Ich bin gut bei Ermittlungen. Er teilt sein Essen mit Waisenkindern und bestraft jeden persönlich, der Alten oder Kranken etwas tut. Der Gedanke, dass er versucht haben soll, Itamen zu töten, ist lächerlich. Er muss etwas entdeckt haben, das die Priesterschaft blamieren kann. Sonst würde Bahavas nicht wagen, den Tod eines solchen Mannes zu fordern. Ja, wir haben das ja gesehen. Bahavas wird vom jetzigen, also vom für richtig erklärten Sonnenkönig, die glauben ja, dass Avad nicht der richtige Sonnenkönig ist, sondern Itamen, schon klar. Aber Itamen bemächtigt ja Bahavas dazu, die Entscheidungen zu treffen, und der sagt dann, was er will. Wäre natürlich ziemlich krass, wenn die Priester mit der Macht von Itamen jemanden umbringen, der eigentlich für Itamen und gegen die Priester etwas herausgefunden hat. Das wäre schon ein krasser Machtmissbrauch. Warum sollte er im Grünsteig sein? Er weiß, dass er verfolgt wird. Also braucht er ein Versteck, das er sehr gut kennt und verteidigen kann. Er hat in diesen Bergen einst ganz allein eine Banditenbande abgewehrt. Ich glaube, dass er sich an bekanntes Terrain halten wird. Ich tue für Uthid, was ich kann. Und was ist mit dir? Wie mit mir, wann? Während ich mein Leben riskiere. Ich tue Gutes, kleine Jägerin. Such nach drei toten Bäumen östlich von Sonnenfall. Dort beginnt der Grünsteig. Viel Glück. Okay. Begib dich zu den drei toten Bäumen. Mhm. Passt ganz gut. Kommen wir auch hier an dem Feuer vorbei. Es ist toll, dass du mit mir reden möchtest. Aber Uthid bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich muss los. Aber wirklich? Okay. Ja, ich mag sie. Cool, warum nicht? Macht doch einen netten Eindruck. Oh Mann, mir tun die alle ein bisschen leid irgendwie. Ja, es ist immer so schlimm, das darf man ihnen nie vergessen, auch wenn es so extreme Gruppen sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Schattenkaja ein nettes... Oh, das passiert, wenn die Kamera aus ist. Moment. Da bin ich. Ich würde nicht sagen, dass die Schattenkaja ein sonderlich nettes Volk sind. Also Volk oder was auch immer.
Aber da können ja vor allen Dingen zum Beispiel die Kinder nichts für. Ne? Oder eben auch vor allen Dingen die Kinder, die gerade rumgelaufen sind. Tut mir schon so ein bisschen leid. Das ist wunderschön. Mein Gott, schon wieder. Ja, ich überlege gerade, ob wir nicht lieber zu Fuß gehen und die ganzen Pflanzen mitnehmen. Wunderschön. Vielleicht nur zum Thema Sonnenfall. Ich weiß nicht, ob ihr das noch präsent habt. Da sind aber auch noch Türme, ne? Guck mal da. Die Story von Sonnenfall ist ja die. Wir haben kein Kupfer mehr. Die Story von Sonnenfall ist ja die, ich wiederhole mich, dass der damalige Sonnenkönig zum Schutz gegen den verbotenen Westen, was auch immer das heißt, das wissen wir immer noch nicht, eine Abwehrfestung gebaut hat, die dann später wegen einem Zeichen der Sonne zu einem Sommersitz umgebaut wurde, die dann wiederum später, nachdem Meridian ja von den Oseram und Avat befreit wurde, eben dann zum Hauptsitz der Schattenkaja wurde. Wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Okay. Drei tote Bäume. Der Grünsteig, ich kenne nur den Grünstein. Das ist in den Berchtesgadener Alpen ein Berg, den man erklimmen kann. Den kenne ich, den Grünsteig nicht. Das hält sich eine Weile. Muss ich gerade direkt dran denken, als sie Grünsteig gesagt haben. Drei tote Bäume. Wie Vanasha gesagt hat. Mal sehen, ob Uthet hier durchgekommen ist. Mhm. Diese Spuren führen den Hügel hinauf. Da muss der Grünsteig sein. Ich würde schon fast sagen, der Stamm da oben sieht sehr verdächtig aus. Oh Mann. Mir gefällt die Rüstung jetzt richtig gut, ey. Das ist richtig übel. Ich weiß auch nicht, ob wir noch mehr Schattenkaja-Rüstungen bekommen oder nur diese eine. Die Fußspuren enden hier. Jetzt wird geklettert. Okay. War wieder ein bisschen optimistisch, oder? Sag mal ganz ehrlich. Das wäre wieder so ein Assassin's Creed-Sprung geworden. Naja.
Geht hier natürlich nicht. Hier müssen wir was machen? Ich muss da rüber. Hä? Alter, das ist jetzt schon wieder... Klettersystem at its best, ne? Jetzt verschwende ich meine ganze Heilung, weil ich da nicht an diesen... diese Ebene rankomme. Okay. Wäre ja auch zu einfach geworden, ne? Oha, Sonnenfall ist da hinten hinter, glaube ich, ne? Und der Langhals. Hallo? Mhm. Okay, geschafft. Wohin bist du gegangen, Uthet? Das ist eine gute Frage, oder? Essensreste. Ich wette, Uthet hat Halt gemacht, um zu sehen, ob ihm jemand folgt. Er muss weitergegangen sein. Ich muss ihn einholen. Wir haben ja die ganzen Jäger auch mit ihren Namen kennengelernt. Ich denke mal, das wird auch noch eine Rolle spielen. Wir werden vielleicht ja noch das ein oder andere zumindest Wortgeflecht ausführen müssen. Eine tote Maschine. Uthet hat gejagt. Alles Nützliche wurde entfernt. Uthet hat Teile gesammelt. Vermutlich für Munition. Oh, Glitzer habe ich da. Auf der Suche nach Esbar. Ja, bitte. Grau hab ich dich. Ich find sie so furchtbar, ne? Es tut mir halt echt leid, ey. Ah.
Lilith hat ein Verwüster erlegt. Keine einfache Beute, aber die Teile sind es wert. Klar. Gute Wächter. Noch mehr Teile für Uthets Vorrat. Was sind wir hier jetzt? Ah, über der Brutstätte, okay. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Wow. Der nächste ist ein Treffer. Uthen? So jung und Kopfgeldjäger? Oder ich bin alt geworden? Ich bin nicht hier wegen des Kopfgeldes, Uthen. Ich glaube, du bist unschuldig. Unschuldig? Na sowas. Wenn das ein Trick ist, ist ein guter. Das war's mir dann wert. Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Ich bin sofort bei dir. Ich habe nur noch hier so ein paar ein bisschen Rohstoffmangel habe ich ja schon aktuell. Ne? Also. Aber wäre doch wieder ein schönes Lager. Schick. Keine Tricks. Nur reden. Na gut. Rede. Ich will wissen, was in Sonnenfall passiert ist. Die ganze Wahrheit. Na gut. Wochenlang sind in der Zeltstadt täglich Leute gestorben. Immer friedlich im Schlaf. Die Alten, die Kranken, manchmal die Jungen, die nicht mehr kämpfen konnten. Es war wie eine Auslese. Wer sollte sowas tun? Man dachte an einen Fluch, einen bösen Geist. Aber es war nur ein Mann mit lautlosem Gift. Schließlich konnten wir ihn erwischen. Wir brachten ihn zu Bahavas, er sollte richten. Der Hohepriester Bahavas? Er hat das Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Ja. Er dankte mir für meinen Eifer und ließ den Schurken wieder laufen. Weißt du, er hatte die Morde befohlen. Dann waren wir dran. Ich hätte meinen Männern in den Tod folgen sollen. 20 Jahre für die Sonne. Wofür? Bosheit und Mord. Von wegen Ehre. Opfer. Wahre Opfer. Die Priester und Herrscher gar nicht kennen. Alles nur ein Witz. Das ist schon übel, oder? Dass er jetzt von genau denen, für die er jahrelang gedient hat, für die er gearbeitet hat, deren Befehle und Wünsche er vielleicht sogar bedingungslos befolgt hat, genau die sind es jetzt, die ihn verstoßen und sogar zum Tode verurteilt haben. Was Ehre angeht, wirken die Sonnenkaja glaubwürdig. Ein bisschen arrogant vielleicht, aber glaubwürdig. Diese Karja beraubten dein Land. Jedes Land, das wir erreichten. Es war Sonnenwille. Ich tat, was man mir sagte. Andere Schlimmeres. Aber als ihr Hauptmann... Uthe, das ist jetzt egal. Ich kann dich nicht freisprechen. Aber die Karja verändern sich. Das kannst du auch. Vielleicht. Awad begreift nicht, was die Sonne von ihren Soldaten verlangt. Vielleicht versteht er es zu gut. Du klingst wie der tadellose Marat. Ich glaube, du bist ein guter Mann. Aber was hat dich zu den Schattenkaja geführt? Warum warst du da? Wegen Itamen natürlich. Er war der wahre Sonnenkönig. Itamen ist noch ein Kind. Ein unverdorbenes Gefäß. Ich dachte, er wäre rein. Doch sie benutzten ihn und unseren Glauben. Ich weiß das jetzt. Kein Schatten in der Mittagssonne. Bahavas musste mich gar nicht schlecht machen. Ich tat es selbst, indem ich diesem Thron diente. Okay, das ist eine krasse Aussage. Ich habe jemanden getroffen, der dir helfen will. Eine Frau namens Vanasha. Aber zuerst müssen wir hier weg. Was bist du? Siehst aus wie ein Jäger. Fühlst aber wie ein Soldat, der schon. Söldner. Ob sie mich auch alle für unschuldig halten. Du hättest nicht herkommen sollen, Kaja. Die Berge gehören uns. Kikuks Killer.
Nein, das ist Balux. No. Wenn wir mit dir fertig sind, ist nichts von dir übrig. Du hast deine Spuren nicht gut verwischt. Als würdest du mit großem Knall abtreten wollen. Dir entgeht nicht viel. Ein Mädchen, sie ist bewaffnet. Echt, jetzt töten wir die Balux einfach? Das sind keine Fremden, das sind Balux. Also ja, aber nein. Jetzt liegt es an euch, Männer, sammeln. Wir können sie noch erledigen. Ah! Angriff fortsetzen. Es ist noch ein anderer Trupp unterwegs. Ach du Scheiße. Boah, der cool Schwert. Pass auf, Gorga! Bist du bereit? Bist am Ende. Fuck, ja, es war aber generell schlecht. Ganz ehrlich, es ist immer dieser eine Millimeter gefühlt. Es fehlt immer dieser eine kleine Millimeter, um sie zu treffen. Ich weiß ja auch nicht. Es ist immer das Gleiche. Ich schieße so knapp vorbei. Helft mir, ihr Schwachköpfe! Angriff! Wir schicken den Rest nach, sobald sie ankommen! Angriff! Wir schicken den Rest nach, sobald sie ankommen! Attacke! Angriff fortsetzen! Es ist noch ein anderer Trupp unterwegs! Waffenbrüder, ich werde dich nicht fallen lassen.
ihr noch nicht? Kämpfen! Ich will aber keine Banooks töten, Mann. Das ist eigentlich total unfair. Ihr Gauner habt keine Chance gegen unsere Oh, Sonne! Leucht auf uns herab! Munition! Ja! Das waren nicht die letzten. Komm mit, ich habe oben noch Vorräte. Ja, bitte Heilung. Das waren meine Tränke schon wieder alle. Oh Mann. Kann ich die denn plündern oder sollte man jetzt auch hier verschwinden? Ah, ich denke mal, wir können schon. Okay, man kommt gar nicht hoch, vergesst das. Oh je. Okay, ich bin da, Ufit. Let's go. Achso. Oh Mann. Und hab. Steck schnell ein, was du kannst. Heißt das im Klartext, kommt noch ein Kampf oder soll ich das verstehen? Oh, nice. Es tut mir leid, Banooks. Das sind keine Banooks. Eine robuste Verteidigung macht am meisten Spaß. Na dann, Meister. Wir haben den Priester hergebracht. Dann sollten wir ihm auch was zeigen. Die Kapuze kenne ich. Wir sind noch nicht fertig, Bahavas und ich. Das hier wird schwierig. Du hast dich der falschen Sache verschrieben. Ich hatte nicht vor, hier zu sterben, Uthet. Ich schon. Aber inzwischen nicht mehr so sehr. Da insgesamt ist das größte Problem eigentlich, dass wir wirklich keine Heilung haben. Ich muss kurz mein Auge kratzen. Kratz, kratz, kratz. Ah, so. Also Problem ist, dass wir keine Heilung mehr haben. Können wir welche herstellen hier? Scheiße. Du siehst sie. Sie sehen dich nicht. Werden alle drauf. Aber warum durfte ich denn nicht ein bisschen länger die Ausrüstung einsammeln oder so? Das war ein bisschen... Na gut. Ach so. Ja. So. Nee, das war jetzt... doof. Falsche Richtung. Alles ein bisschen doof. Oh!
nicht schlecht. Links. Aber meine Meister fangen jetzt erst an. Los, Jungs. Meine Güte. Ja, genau, Alter. Natürlich. Das war der letzte Meister. Havas dachte, er hätte genug Leute mitgebracht. Jetzt kann es Gerechtigkeit geben. Begleitest du mich? Ja, aber ich brauche Heilung oder so, Mann. Ist ja echt nett mit dir, aber... Jetzt haben wir die Waffe gar nicht aufgehoben, schon klar. Hier draußen beißt der Schnee ganz schön. Nicht nur der Schnee. Wäre halt geil, wenn die ein paar mehr Tränke hätten. Die machen schon echt viel Schaden. Da wäre es als Ausgleich schon echt fair. Okay, also wenigstens ein bisschen Heilung ist ja... Oh Mann. Ich hoffe nicht, dass noch eine Gegnerwelle kommt. Das wäre... Ja. Würden uns wahrscheinlich auch irgendwie durchmogeln, aber es wäre schon... grenzwertig. Das wird nicht leicht. Bahavas hat immer noch seine Leibwache.
dass die Kamera gerade bewusst aus, weil wegen wieder so dunkel, ist wieder so starr, um irgendwas erkennen zu können. Darüber, dann haben wir ihn. Ja, ja. Das brauche ich später noch. Ach du Scheiße. Ich musste selbst herkommen, um dein Leid zu beenden, Uthid. Und meins. Die Fremden führten uns her, und da sie jetzt tot sind, zu einem sehr günstigen Preis. Doch genug geplaudert. Es ist Zeit für die Klingen. Löscht für sie das Licht der Sonne. Scheiße, da ändert so nur. Aber okay, es sind hoffentlich wirklich nur drei. Und wir sind zwei und er hat echt viel Abzeichen. Cool. Sie wissen jetzt, dass ich hier bin. Skalpiert die Winde. Helis verlangt ihr Blut im Sonnenring. Und so sei es. Haltet den Verräter! Was ist da gerade? Was ist da gerade passiert? Ich kann's euch nicht wirklich sagen. Schnitzexpertenfertigkeiten freischalten, um deine Chance zu erhöhen. Für die Ehre der Karte! This was not that great. Ich glaube, generell wird das jetzt ein bisschen schwierig. Also lehnt euch mal zurück, entspannt euch. Lasst es wehtun, wenn der Schatten auf sie fällt. Tötet den Verräter! Tötet die Nora! Stell dich mir entgegen und stirb! Die Sonne sinkt über deinem kläglichen Leben, Uthid. Lasst es wehtun, wenn der Schatten auf sie fällt. Konzentrieren. Die Sonne sinkt über deinem kläglichen Leben, Uthid. Die Nora! Oh, Sonne! Leucht auf uns herab! Die Sonne sinkt über deinem kläglichen Leben, Uthid. Zu seinem Sitz. Ja, ja, schön. Wilder Taref. Das sind, glaube ich, doch genau die, ne? Das sind schon die Jäger von Sonnenfall, die wir da oben gefunden haben. Javin, ich glaube schon. Oh Mann. Ja, es ist wie immer. Ressourcenmäßig Katastrophe, aber wir schaffen es halt, ne? Hauptsache, wir kommen durch. Das ist generell auch mal vielleicht nochmal an der Stelle, ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Mein Tipp, wenn ihr das Spiel auch auf dem Schwierigkeitsgrad spielt, sammelt mehr Ressourcen. Das würde mir auch einiges einfacher machen. Gut, holen wir uns ihn. Das sollte es gewesen sein. Hallo Barnabas.
Bahavas? Barnabas? Eins von beidem. Barnabas ist aber aus Gothic. Bahavas, oder? Was auch immer ihr dir angeboten hat. Ich verdopple es. Sogar mehr als das. Nein. Ich bin es leid, Bahavas. Die Lügen, die Gewalt und deine muffigen Öle. Kannst du dich nicht selbst umbringen? Ich musste. Ich musste. Die Schwachen stutzen, damit die Starken gedeihen. Das erklärt nichts. Aber möge die Sonne deine Knochen trocknen. Das war ein ganz schönes Feuerwerk. Hast dir Zeit gelassen? Ich hatte zu tun. Was glaubst du, was mit Jans Gemieden passiert ist, dem anderen Söldnertrupp? Und ich musste einen Gesuchten nach Meridian bringen lassen. Entschuldige uns, Uthid. Frauengespräch. Was für ein Tag für dich. Erstaunlich, dass Bahavas in seine eigene Falle getappt ist. Sein Tod eröffnet wunderbare Möglichkeiten. Weißt du noch Itamen und Nasadi? Die Königsfamilie, die in Sonnenfall festgehalten wird. Bahavas ist weg. Sie werden also nicht mehr bewacht. Ich will sie befreien. Und bräuchte deine Hilfe. Klingt nach einer Questreihe. Sehr interessant, das hatte ich mich auch gerade im Kopf. Die beiden wurden ja im Palast mehr oder weniger bevormundet von Bahavas. Das ist natürlich jetzt nicht mehr der Fall. Und da ja Itamen vor allen Dingen, das haben wir auch gesehen, auch Nasadi. Erinnert euch vielleicht noch an diesen Augenzeugenbericht, dass Nasadi Itamen die Augen zugehalten hat bei einer Opferung im Sonnenring. Also die beiden sind definitiv nicht davon überzeugt, was hier läuft. Und vielleicht, wenn sie beiden auch nach Avat gehen und sich für das neue Kaja-Reich und die neuen Prinzipien aussprechen, das würde vielleicht endgültig auch die Schatten-Kaja zum Fall bringen. Wer weiß das? Den König der Schatten-Kaja zu entführen, wird nicht einfach. Ich entführe ihn nicht. Sie wollen nach Meridian. In Sicherheit. Woher weißt du das? Ich war kurzzeitig Nasadis Dienerin. Sie hat Angst. Um sich selbst, natürlich, aber noch mehr um Itamen. Warum interessiert dich ihr Schicksal? Itamen ist für die Schatten-Kaja sehr wichtig. Wird er abtrünnig, verlieren sie die letzte Legitimation. Außerdem ist er nur ein Kind, das an seiner Mami hängt. Er hat mir mal aus Streichhölzern einen Graser gebastelt. Nicht gerade schön, aber trotzdem. Für mich hat vorher noch nie jemand was gebastelt. Was wird jetzt mit Uthid passieren? Keine Sorge. Dank dir kann er neu anfangen und ich werde ihm dabei helfen. Er kann nach Meridian gehen als militärischer Berater. Hoffentlich kann er Avat dabei helfen, den Aufstand der Schatten-Kaja mit möglichst wenig Blutvergießen zu beenden. Was wird in Sonnenfall passieren nach Bahavas Tod? Oh, es wird großartig. Die Priester drehen durch. Sie werden mit internen Machtkämpfen, Hinterlist und Verrat beschäftigt sein. Das Beste, sie werden abgelenkt sein. Bahavas, dein Leben brachte Leid, doch dein Tod ist wie eine Blume, die prächtig blüht. Was brauchst du, um Nasadi und Itamen aus Sonnenfall wegzubringen? Ohne Bahavas ist Sonnenfall kein Problem. Ich mach das schon. Problematisch wird der Grenzübertritt ins Sonnenreich. Suche meinen Freund 3C Huadif an der Brandküste auf. Seine Leute werden mir den Weg freimachen. Alles, was du tun musst, ist auf mich warten. Wenn dieser Huadif schon alles erledigt hat, wozu brauchst du mich? Für Notfälle, kleine Jägerin. Geht irgendetwas schief, brauche ich einen verlässlichen Partner. Dich. Ich werde mein Bestes tun. Will ich wissen, warum der 3C Huadif heißt? Ich glaube nicht, oder? Die Nora sagte, du hilfst. Gehen wir nach Meridian? Nur wenn du das möchtest, mein Lieber. Entschuldigung, Schachzug der Dame. Vanasha hilft dem Kindkönig Itamen seiner Mutter Nasadi, den Schattenkaja den Rücken zu kehren und nach Meridian zu fliehen. Aber der Weg ist gefährlich und man wird sie mit Sicherheit verfolgen.
Stufe 28 oben. Oh je je. Aber ich würde es gerne machen. Das fände ich tatsächlich jetzt ziemlich cool, wenn wir das direkt hinterher abschließen würden. Wo müssen wir hin? Ja, okay, das. Ja, dann gehen wir aber vorher dahin. Das ist mir aber auch egal. Dann gehen wir erst das Panorama holen. Ja, okay, Moment. Inventar mal ganz kurz. Hier. Ah, naja. Naja. Welche Wahl habe ich? Gar keine. Ich wollte nur höflich sein. Ich schulde dir was, Jägerin. Das ist wahrscheinlich wahr. Na gut. Warum glaubst du, dass Avad mich aufnimmt, obwohl ich seinen Feinden diente? Er ist nicht nachtragend. Lächle einfach viel. Du kannst lächeln, oder? Nein, das ist eine Grimasse. Okay. Ist aber ganz cool. Ich fühle mich nervös jetzt beim Gedanken an Meridian? Ich war 20 Jahre lang Soldat. Ich werde nicht nervös. Nicht mal in Gegenwart hübscher Damen? Dieser Frage würdige ich keine Antwort. Das Schwert ist echt geil, guck mal. Die Nora sagte, du hilfst. Gehen wir nach Meridian? Nur wenn du das möchtest, mein Lieber. Welche Wahl habe ich? Gar keine. Ich wollte nicht glücklich sein. Okay, dann wäre mein Vorschlag. Wir machen die Aufgaben, also die Questreihe fertig. Vielleicht sind es auch nur zwei Quests, ich weiß es nicht. Aber das ist natürlich sehr, sehr interessant. Und vor allen Dingen, wenn wir dann gleich tatsächlich die Folge, also wenn wir dann weiter jetzt gegen die Schattenkarte vorgehen und wir wissen, dass Hamid, nee, heißt der nochmal, der Böse, ja, müssen wir uns dann die ganze Zeit im Kopf in Erinnerung rufen, dass die gar nicht mehr den Kindskönig auf ihrer Seite haben. Finde ich ziemlich cool. Wobei mit 28, das glaube ich bis jetzt die höchste, also außer jetzt sowas wie hier verderbte Zone oder sowas, ist das glaube ich die höchste Nebenaufgabe, die wir bis jetzt gemacht haben, oder? Okay, da würden wir dann unser Mount rufen und dann würden wir hier das Stück einmal runterreiten komplett, das Panorama mitnehmen. Ich kann die Kamera mal wieder anmachen. Und dann hätten wir da unten zumindest das Panorama und können dann die Aufgabe noch machen und dann schauen wir mal. Dann destabilisieren wir die Karte ja komplett. Ist ja cool. Also die Schattenkarte. Und Avad ist natürlich extremst gestärkt, wenn sich vor allen Dingen Itamen unterordnet, also unterordnet, ihr wisst, was ich meine. Wenn er halt nach Meridian geht und sagt, ich bin lieber hier bei meinem großen Bruder, anstatt mich weiter bevormunden zu lassen und damit Krieg zu verursachen. Das lohnt sich. So, jetzt müssen wir euch nur ein bisschen aufpassen. Hier geht so. Scharfe Linkskurve. Thank you.
Hier ist es zum Beispiel schon vorteilhaft, dass wir ein Reittier haben. Ich rede so ein bisschen WoW-Sprache mit Reittier und Mauern, wundert euch nicht. Indem wir zumindest ein bisschen schneller vorankommen. So, jetzt sind wir offiziell schon am Ziel vorbei, wollen aber einmal hier runter wegen dem Panorama. Genau. C, 13C wäre genauso gruselig, wenn ich so drüber nachdenke, aber 3C klingt auch grausam irgendwie. Ja, man müsste jetzt schon irgendwie da hinten hochklettern, ne? Also wir haben ja gesehen, von oben ging es auf jeden Fall nicht, da oben waren wir ja schon mal. Und irgendwie müsste man jetzt da hochkommen. Irgendwie. Cool, danke. Also hier auf jeden Fall nicht. Da ist auf jeden Fall was zum Abseilen. Das sieht schon mal sehr gut aus. Da ist das Panorama, okay. Ich hab mega überfragt, weil ich wieder hier keine Kletterkante sehe. Hier, oh Gottes Willen. Sehr hell der Felsen, da sieht man das sehr, sehr schlecht. Wasser spazieren. Ich stand genau hier, als mir die Idee kam. Und in diesem Moment wusste ich, ich muss es tun. Hey, ist das das letzte Panorama? Also sein zeitlich letztes Panorama? Oh Mann. Okay. Apokalypse Shitstorm, ne? Gut, auf zu Questziel. Wir machen die zweite Mission auch noch, ne? Wenn ihr euch jetzt wegen der Videolänge fragt, wir machen jetzt beide hier, ne? Die Rettung des Kindkönigs, oder wie auch immer ich das Video dann nennen werde. Schon cool. Und dieser Soundtrack. Keine Schnappmäuler da, ist ein bisschen traurig, aber ich beschwere mich nicht. Ach Mann, Mann, Mann. Okay. So, dann haben wir das hier nämlich jetzt auch fertig. Genau. So. Dann haben wir hier nämlich, klar, ich meine hier oben irgendwo, da ist noch eine Metallblume, da ist noch ein, aber da sind ja diese Sturmvögel. Da müssen wir, da brauchen wir eine andere Rüstung, da müssen wir gucken, dass wir ganz viel Heilung haben und ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall nicht so unvorbereitet, wie wir damals waren.
Cool. Wie viele Fähigkeitspunkte haben wir? Keine. Das ist gut. Keine ist immer gut. Das brauchen wir. 3. Easy. Moment mal, kann ich hier... Altes Klangspiel. Ich dachte immer, es wären wirklich Schlüsselbunde. Bis jetzt. Na gut. Ich habe auch immer einen Spaß erlaubt, oder? Der das animiert hat. Na gut. Was ist jetzt schon wieder? Okay, hier sind Leichen überall. I don't know. Etwas Vorrat. Schnellreisepaket. Haben wir wieder 7 Stück. Aha. Leiste deinen Beitrag. Ich schwöre, wenn ich mir noch einmal dieses nervtötende Leiste deinen Beitrag für Zero Dawn Lied anhören muss, schneide ich mir die Trommelfelle raus, bevor ich die Melodie noch länger in mein Hirn festsetze. Es ist nicht inspirierend, es ist nicht aufrüttend, es ist Dreck, der dazu führt, dass ich mich selbst umbringen will, bevor die Roboter überhaupt eine Chance dazu haben. Ich würde buchstäblich mein Leben dafür geben, wenn ich das Arschloch, das dieses gottverdammte Lied komponiert hat, umbringen dürfte. Pah. Kann es für diese Apokalypse nicht wenigstens einen anständigen Soundtrack geben? Lala, leiste deinen Beitrag, Horizon Zero Dawn, Zero Dawn, Zero Dawn, Zero Dawn, Zero Dawn. Wahrscheinlich sowas in der Richtung. Okay, das ist dann 13, ja? Sehr nahrhaft. Mit der Scherbenplünderfähigkeit kannst du Ressourcenmodifikationen 50% ihres Scherbenwertes aufbrechen. Okay. Ja gut, aber es lohnt sich jetzt für ein Stück Fleisch nicht wirklich, oder? Okay, auch wieder neues Lagerfeuer gefunden. Ja, langsam, also wir sind schon gründlich gewesen, glaube ich, oder? Ich meine, hier die Ecke, klar, müssen wir Backtracking machen, weil wir damals die Karte nicht hatten. Aber wir haben hier wirklich im Kern alles entdeckt. Klar, hier fehlen ein paar Tierareale, aber wir haben alle Tassen, alles, alles, alles. Hier fehlt ein Lagerfeuer, klar, aber grundsätzlich... Du bist 13 Hoher Dief, stimmt's? Vanasha schickt mich. Was ist passiert? Ich wurde reingelegt, das ist los. Vanasha hat mit den Wimpern geklimpert und mit den Hüften gewackelt und uns Reichtümer versprochen. Macht einfach den Weg frei, sagte sie. Umgeht die Truppen und erledigt ein paar Wächter. Ist doch kein Problem. Wir konnten ja nicht ahnen, was für ein Monster da unter der Erde lauert. Warum lasse ich mich auch mit solchen Frauen ein? Weil Vanasha überzeugend sein kann? Warum sollte Vanasha euch betrügen? Mein Trupp kam nach Sonnenfall, weil wir von hohen Kopfgeldern gehört hatten. Sie bot uns das Höchste an, genug, um sich zur Ruhe zu setzen. Ich war selbst schuld, den Köder zu schlucken. Ich hätte wissen müssen, dass das ein böses Ende nehmen würde. Ihr solltet also einen Weg für Nasadi und Itamin sichern, aber es klappte nicht? Bei ihr klang das alles so einfach. Findet den besten Weg zum See und sichert ihn. Was könnte schiefgehen? Tja, ganz schön viel. Wie etwa ein blutiger Tod im Maul einer abscheulichen Bestie. Oh, bitte nicht die Maulwürfe. Etwas aus der Erde griff euch an. Oh, das hast du dir gut gemerkt, was? Ich hab mich gefragt, warum die Schattenkaja den Weg nicht bewachen. Tja, ist nicht nötig. Ein riesiger Dämon macht das für sie. Er gräbt Tunnel im Dreck, bricht durch die Erde und spuckt aus seinem stinkenden Maul. Ich hab's überlebt. Meine Kameraden aber nicht.
Es wäre traurig, wenn sie nicht alle Mistkerle gewesen wären. Banasha wird bald hier sein mit Nasadi und Itamin. Ich muss diesen Dämon vernichten, bevor sie ankommen. Du bist nicht so helle, oder? Tja, unser Kampf war nur kurz, aber ich sag dir, was ich weiß. Er ist komplett gepanzert, aber am Rücken weniger. Und unter der Erde kann er dich nicht aufspüren, wenn du stillhältst. Du kannst vielleicht sogar verhindern, dass er überhaupt abtaucht, wenn du seine krummen Arme hart genug triffst. Mehr kann ich nicht bieten. Aber ich werde zu deiner Beerdigung kommen, bevor ich was trinken gehe. Nicht trödeln, Heldin. Das abscheuliche Ding bekämpft sich nicht von alleine. Ich muss jetzt mal weiter. Schon klar. Ja, geil, wie immer, Munition, nix, ne? Okay, das kann ich vergessen. Ja gut, dann müssen wir jetzt hier leider ein bisschen... Ich meine, wir können das hier mal probieren, aber es wird... Letzter Schuss. Oh je, okay, das kann jetzt ein bisschen dauern. Aber ich gehe nicht runter. Sorry. Nice. Ja, die Pfeile sind schon nicht schlecht, ey. Die kosten natürlich von der Herstellung her mit den 10 Scherben ganz schön teuer, aber... Okay, das ist Quatsch. Also, sie ist schnell schießen, lasse ich. Ich versuche lieber präzise zu sein. Das waren 240 Schaden, ne? La la la. Nee, wie komme ich auf 240? Ach, keine Ahnung. Wir machen auf jeden Fall Schaden, das ist das Wichtige. Ich hätte echt gern hier die Pfeile, ne? Aber...
121. Irgendein Genie geht ja wieder unvorbereitet auf die Mission. Ich weiß schon. Ich weiß schon. Kam unerwartet. Aber hat er schon Funkel Funkel hier? Springt schon Funken? Ich hab's gerade gar nicht gesehen. Ah, so bist du, hä? Fiu, fiu. Gähn, gähn, gähn. Okay. Nice. Ja, ich bin da den erst, bevor wir nachher nicht mehr hinkommen oder so ein Quatsch. Cool. Ja, war jetzt nicht so spannend, beziehungsweise, na gut, es geht aber, war jetzt also keine 10 Minuten, also dafür, dass wir jetzt dafür nicht gestorben sind. Ich will nicht wissen, wie viele Versuche wir hier unten gebraucht hätten. Ach, das sollten die Leichen sein, die er getötet hat, jetzt verstehe ich. Oh. Das war nicht schlecht, von Sachen her. Und hier ist auch wieder sehr, sehr, sehr viel Heilung. Das haben die ganz nett gemacht. Also da, wo man wirklich starke Gegner bekämpfen muss, sind meistens auch viele, viele Pflanzen zu plündern. Okay, jetzt ist die Frage natürlich, ob noch irgendwas anderes kommt oder ob die jetzt schon sicher sind, um hier zu passieren, oder ob die wirklich noch aktiv angegriffen werden, beziehungsweise ob die Schattenkaja versuchen, ihren König vor der Flucht zurückzuhalten oder eben... Bei der leuchtenden Sonne, ich glaube es nicht. Ich dachte, der Steinfresser würde dich zermalmen. Nach diesem Wunder... können wir nur noch warten. Vanasha wird bald hier sein, mit einem Boot, das die Königsfamilie über den See bringt.
Ah, kleine Jägerin. Wie schön, dass du wirklich die Leibwächterin für uns spielst. Wo sind deine Männer, Huadif? Du siehst aus, als hätte dich ein Monster ausgespuckt. Das trifft die Sache schon ziemlich genau. Der Weg ist frei. Können wir los? Ich mag, dass du immer so direkt bist. Und diesmal hast du recht. Sie werden uns schon bald verfolgen. Keine Sorge, Strahlender. Wir haben exzellenten Schutz. Oh nein, da kommen die Schattenkaja und sie sind sehr wütend auf mich. Ich halte sie auf. Sehr nobel von dir, doch was ich anfange, bringe ich auch zu Ende. Aber etwas Hilfe ist willkommen. Huadif, bring Itamen und seine Mutter zum Ufer. Vorsichtig. Es ist also soweit. Ich muss sagen, nach 2 Jahren unter der Fuchtel dieser Eiferer bin ich bereit, Blut zu vergießen. Platziere Fallen in der Schlucht. Sehr gerne. Scheiße. Nein! Oh, verdammte Scheiße. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Ein paar Fallen wären nett. Hier stelle ich sie hin. Nitrat verkaufen dürfen. Geh da vorne in Deckung, hinter diesem Fels. Da sind sie. Wir zeigen es ihnen, ja? Fast gesessen. Das Ding brennt. Wasser! Wasser! Ja, das hat Spaß gemacht. Aber das war noch nicht alles. Und die Maschinen. Da sind noch mehr. Mach dich bereit. Okay, ja gut, aber wir schauen mal. Wir warten mal. Sie ist da entlang. Vielleicht. Na gut, wir warten mal, bis wir wieder ungesehen sind. Der wird am längsten halten sogar. Hm?
Der hat mich gesehen. Holen wir ihn. Dann mal los. Kombination mit dem Maulwurf-Viech, ne? Darf man nicht vergessen. Gehört hier auch noch irgendwie mit zur Aufgabe. Danke. Absolut kein Platz dafür. Absolut kein Platz. Aber schicker Sixpack. Ich will's nicht beschreien, aber ich glaube, das war's. Etwas spät, oder, Gentlemen? Verzeihung, Ma'am. Das Boot wartet. Mist, zu früh gefreut. Das ist meiner. Los zum Boot. Ich glaube, der ist nicht so ganz meine Liga. Wenn ihr irgendwas passiert, werde ich richtig sauer. Wir gehen nirgendwo hin. Nein. Ach, come on, das ist eine Chance. Machen wir es kurz. Ich muss irgendwo hin, wo er nicht hinkommt, sonst wird das nichts. Ach du Scheiße, och man, nein, warum? Der macht alles kaputt, es hat doch so gut funktioniert, warum denn? Oh. Okay, was ist mit dieser Richtung hier? Mit oder bleibt der irgendwann stehen? Ist der komplett frei oder hat er eine Bewegungsbeschränkung? Das ist gerade die Frage.
beiden schon tot, unsere beiden Unterstützer? Ich glaube schon, ne? So, das ist ja scheiße, weil jetzt müssen wir wieder an den Rand gehen. Oh Gott, der schießt so ein bisschen. Also, ich glaub's nicht. Wir können jetzt auch den Seilwerfer benutzen, aber das funktioniert gerade tatsächlich ja relativ gut. Entschuldigung.
das, Tausend. Aber halt irgendwie gerechtfertigt, ne? Gar nicht mal schlecht. Holy crapity crap. Ja, sorry, die Männer haben es nicht überlebt, aber... Das wären jetzt hier Waffen gewesen. Jetzt bin ich dran. Ach, das sind Scheibenwerfer, die er hat. Das sind Scheibenwerfer, okay. Good to know. Gut, Leute, geschafft. Cooles Schiff. Ja. Ach, die Kultisten leben noch. Ah, so. Na gut. Dann komm doch. Nehmen wir das hier mal mit. Dann haben die das ja gar nicht mitbekommen, dass wir ihre Maschine zerfetzt haben. Na gut. Sieben Discs haben wir. Jetzt nicht, ne? Hi! Freunde! Das war's mit meinem leisen Auftritt. Okay, das war auch der letzte. Sagte ich, dass hier viel Heilung ist. Ich korrigiere, hier ist sehr viel Heilung. Aber nur 8er. Das ist nicht so viel. Gut, schön. Cool, cool. Was ist das hier? Die Sachen, nach jedem Tod erscheinen die ganzen Sachen wieder. Das merkt man. Dann sind die ganzen Heilpflanzen wieder da und so weiter und so fort. Und auch die Ressourcen, eben die geplünderte Maschinen, die ja bald kaputt rumliegen, die kann man wieder plündern. Boah, ist der groß. Cool. Leute! Nicht besonders königlich, oder? Naja, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Gehen wir an Bord, ja? Du hast etwas Gutes getan. Vielleicht sogar einen Krieg beendet. Hoffentlich. Vielleicht. Doch mein Krieg geht noch weiter. Aber trotzdem, das war großartig.
Das könnte tatsächlich der entscheidende Schritt gewesen sein, die Macht der Schattenkarja, also nicht nur Bahavas zu besiegen, sondern eben auch das jetzt mit dem König. Das könnte der Schlüssel sein für das Ende einer vollkommen unnötigen Auseinandersetzung. Zu Hause. Du hast nichts zu befürchten. Du stehst jetzt unter dem Schutz des Sonnenreiches. Meinem Schutz. So wie deine Mutter. Ihr wird nichts passieren. Du hast mein Wort beim Gesetz der Sonne. Aloy, dein Einfluss zeigt sich wirklich überall. Du hast so viel für das Sonnenreich getan und ich weiß das wie immer zu schätzen. Ich danke dir. Möge das Licht mit dir sein. Schrecklich. Ich habe das hier 2 Jahre lang vorbereitet und der Rotschopf heimst die Lorbeeren ein. Ich krieg doch mein Geld, oder? Sei froh, wenn ich dich leben lasse. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich mich richtig bedanken. Ich versprech's. Lass dir diese Ware nicht entgehen. Es war mir eine Ehre. Schachzug der Dame. Cool. Ja, plus die 11.000 vom Donnerkiefer, sind wir bei 20.000, da beschwere ich mich nicht. 2 Fähigkeitspunkte, wir sparen aber noch. Cool. Speer. Gibt es davon nicht auch mal eine Upgrade-Version oder so? Mein Gott. Wahrscheinlich, ne? Und ich bin so blöd und... Speer. Rassler. Speer. Das ist ja kein Speer. Speer. Nö. Irgendwie nicht. Zack. Und zack. Und zack. Ah ne, die Linsen. Behemoth-Linsen, um Gottes Willen. Um Jordes Willen, das verzeih ich mir ja nie. Da fehlt aber noch was. Das hier fehlt. Wir haben da noch irgendwas gehabt, oder? War da nicht noch irgendwas? Brüllrückenherz. Grauhabichtherz. Glaub nicht, ne. Okay, kaufen. Outfits. Ich werde mal kurz gucken. Hirscherherzen. Stürmerherz. Okay. Money. Money, money, money. Ciao. Ciao, money. So. Okay. Wir können gerne hiervon mal 1 Stack verkaufen. 1 Stack und 1 Stack. Aber hier, was ist denn mit dem Herstellen? Waffen modifizieren? Ja, muss der Speer jetzt blau? Der war vorhin noch nicht blau, oder? Ich bin war vorhin nicht blau, sondern grün. Ach, der wird... Ich glaube, der wird durch die verschiedenen Brutstätten aufgewertet. Okay. Ja,
dann sind wir jetzt an dem Punkt, an dem ich sein wollte, nämlich an dem Punkt, dass wir fertig sind soweit mit dem mit der Aufgabe. Wir haben mal eben den König des Schattenkaja-Reiches befreit, gerettet, entführt. Kommt auf die Perspektive an. Ich hoffe, das hat noch krasse Auswirkungen. Und könnten jetzt mehrere Sachen machen. Jägerloge ist noch offen, der Süden ist noch offen. Ich bin ja tatsächlich dafür, dass wir jetzt hier hingehen. Meinetwegen. Hierhin nach Mutterkrone. Von da aus hier in den Süden reisen und hier alles Backtracking-mäßig mitnehmen. Machen wir das doch, oder? Mutterkrone. Ewigkeiten ist es her. Ein Jump quer durch die Map rüber ins eben, also in die ins nördliche Locha-Gebiet, nah am Becken. Und von dort aus werden wir uns dann in den Süden durchkämpfen beim nächsten Mal. Die ganzen Sachen mitnehmen, die wir übersehen haben und dann die nächsten Hauptaufgaben anstreben. Ne, das Jagen mit der Loge und alles und so weiter und so fort würde ich dann nach zwei weiteren, habe ich schon ein paar Mal gesagt, dann bekommen wir die Energiezelle für diese Rüstung, die da versteckt ist. Und damit würde ich dann auch eine neue Nebenaufgabe. Really? Really? Ja, das gucken wir uns natürlich an. Herstellen, Quests, Fähigkeiten. Ich weiß nicht mehr, was ich machen wollte. Okay, das ist mir neu. Eine neue Nebenaufgabe. Ich wollte nur eine andere Rüstung anziehen. Zack. Zack. Okay, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal machen wir mal hier eine Nebenaufgabe in Mutterkrone, keine Ahnung, und arbeiten uns dann Richtung Süden vor. Kann natürlich sein, dass wir mehrere Nebenaufgaben übersehen haben, das weiß ich tatsächlich nicht. Müssen wir mal gemeinsam gucken. Gut, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich von euch und freue mich aufs nächste Mal mit Horizon Zero Dawn 58 Stunden. Bis dann, ciao.